So. Oh, was haben wir da denn? Klumpen Silbererz. Wir werden jetzt hier erstmal rasten. Bis zum Tagesanbruch. Jetzt sind wir bereit, eine weitere Reise anzutreten, nämlich zum Oshiyama. Hochland von Onsu. Ich hoffe wirklich, dass wir das schaffen können. Oh, die kryptische Krypta gibt es ja auch noch. Die kryptische Krypta, da müssen wir auf jeden Fall auch noch hin. Ich gehe lieber zu Fuß. Da fühle ich mich irgendwie sicherer. Wie viele Monster gab es hier jetzt noch, die wir noch nicht bekämpft hatten? Wow. Okay. Das sieht selten aus. Das Teil hier. Ist das zufällig ein seltener Gegner? Hengst der Angst. What's yours is mine. Ein Haufen Pferdemist. Na, Gott sei Dank. Bingo, Bango, Bongo. Diese Namen, ey. Die 281, was haben wir hier gekriegt? Krähenzweig. Okay, wenn der Hengst der Angst selten, nee, war nicht. Da drüben sehe ich ihn auch schon wieder. Stay away. Sag mir nicht, dass wir hier nur dieses Kupfererzzeug und so haben. Doch. Das war zu befürchten. Schleimette der Finsternis. Oh Mann. Diese Namen einfach. Da haben wir den Reifenreizer. Und hier haben wir den Weg zum Oshiyama. Ich dachte, das wäre der Oshiyama. Mann, dabei war der hier vorne. Wieso habe ich denn das jetzt schon wieder verwechselt? Naja, egal. Ich wollte die Einwohner von Onsen mal ein bisschen trollen. Okay. Das ist ein Barbatos. Hatten wir die nämlich nicht auch schon mal? Wundermond. Fußwirbel. What the fuck? Das war ja Furious. Sicher krieg ich. Ich sag jetzt nicht, wie die aussehen. Schade. Okay, das war's schon. Veronica, 20 Talentpunkte. Was können wir denn bei ihr Schönes machen? Ah, das hier. MP-Absorption mit Peitschen plus 2%. Dann können wir das hier aufdecken. Und das ist Chance auf Kräftigung plus 10%. Okay, das ist heftig. Das ist ziemlich viel. Das brauchen wir dann demnächst.
So, was haben wir hier sonst noch? Gibt es hier noch irgendwelche anderen Monster? Tatsächlich. 3 Stück, die wir noch nicht haben sollen. So. Da oben ist die Kraterschmiede. Wir müssen, glaube ich, in den oberen Bereich. Und dann werden wir hier früher oder später... Ein Monster mit ausreichend großen Hörnern könnt ihr vielleicht durchbrechen. Früher oder später... Okay, die pennen einfach. Na gut. Werden wir hier auf... Da unten. Da unten ist Miku, ich sehe sie doch. Ich weiß jetzt nicht, welchen Weg wir idealerweise nehmen müssen. Was haben wir hier? Alpha-Pirscher, die kennen wir doch schon. Ja, Eric ist auf jeden Fall jetzt immer als erster dran. Aufgrund der Armreifen, die er hat. 1789, also viele Erfahrungspunkte bringt das jetzt nicht wirklich. Und durch da. Hatten wir die schon? Lava-Lamblinge der Finsternis hatten wir aber, glaube ich, noch nicht. Leonardo, die pinke Piorette. Und den rosa Orkan. Würde mich nicht wundern, wenn die beiden zusammen mit diesen Fähigkeiten eine Koop-Kraft haben. 5000? Rotholz. 5000 ist aber gut. Nehme ich. Nice. We win again. 4135 wieder Rotholz. Jo. Rotholz brauchen wir wahrscheinlich später. Autsch. Autsch. Wir müssen vorsichtig sein. Kennen wir den schon? Den rechts könnten wir noch nicht kennen, eventuell. Rombolide der Finsternis. Okay, aber beide schwach. Jade steigt eine Stufe auf. 601 LP. Gucken wir mal. 19. Für den Vakuum-Kick würde es reichen. Wirft allen Feinden einen Schlafzimmer. Femme fatale wollte ich eigentlich. Ein überfallartiger Verführungsversuch, der einen Gegner gelegentlich betören kann. Ist wahrscheinlich besser als die Kusshand. Wir sparen aber für Femme fatale. Weihwasser. Erstmal nehmen wir diese 4. Und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Miku. Plötzlicher Besuch, unverhofft wie Sommerschnee. Wollt ihr mir lauschen? Ja. Unfassbar, doch wahr. Dieser Drache ist mein Sohn, Opfer eines Flugs. Doch es gibt Hoffnung. Ich habe einen Spiegel, der die Wahrheit zeigt. Doch brauchen wir noch ein Tröpfchen Lumen-Essenz, damit das Glas glänzt. Bringt mir den Tropfen, heilt meine Herzenswunde, rettet meinen Sohn. Lumen-Essenz? Okay, ich dachte jetzt...
Ich dachte, wir müssen kämpfen. Lumenessenz. Sehe ich hier gar nicht. Oh, Liebestrank. 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 Wo wir gerade dabei waren, den brauchen wir auch. Groschengrab und finstere Sausmaus. Fundorte. Casino von Zwistanbul. Okay. Gut zu wissen. Hier ist es auch nicht. Wichtige Gegenstände. Hier, Lumineszenz. Hundertprozentig hier. Wo kriege ich die denn her, Mensch? Da muss ich gar nicht gegen Tatsunaga kämpfen. Aber wo finde ich denn Lumineszenz? Gehörte das zu den Gegenständen, die man durch die Schlangenseele von Frostalinda bekommen konnte? Nee, oder? Ich glaube nicht. Lumenessenz. Schwierig, wenn man so gar keinen Anhaltspunkt hat. Ich wüsste jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wer mir da helfen könnte, das zu finden. Bauch des mächtigen Oshiyama, wo die Lava-Tiefe so, unterhalb von Kriegerwelttiefe im Grunde dieses Reichs versteckt, da war dein Krieger den ganzen. Vergiss nicht, du kannst Erde retten vor der ewigen Nacht. Wir bitten dich, Ulrich, bei deiner Lage deine sagenhafte Macht. Okay. Oder ist das vielleicht in dem anderen Teil von, des Oshiyama? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ewig weit weg sein kann irgendwie. Deswegen schauen wir hier mal nach. Okay, hier sind auch keine Schätze. Dann kann es hier ja auch nicht sein. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Und er haut gleich wieder ab. Oh, ne. Findet den Schatz von Onsen. Du hast den verborgenen Schatz von Onsen gefunden. Geh nun zurück zur Herberge und überbringe Yago die gute Neuigkeit. Aha. Was kriege ich dafür nochmal? Grandiose Achate Evolution dreimal. Kann natürlich sein, dass ich die Lumenessenz irgendwo während meiner Reisen bekomme. Ich habe keine Ahnung. Naja, wir teleportieren uns jetzt erstmal nach Onsen. Nutzviehabhub. Vielleicht fragen wir mal einen von den Leuten hier.
Lex wüsste das vielleicht. Miko, Science und... Okay, nein. Und du? Königsklinge, sie zu schmieden ist mein Ziel. Zweck meines Daseins. Retter zählt noch ein Metall. Urikalkum, selten als Gold. Ist es denn möglich? Besitzt ihr wirklich den Schatz, nach dem ich suche? Bitte verkauft ihn mir. Ich flehe euch an. Wie wäre es mit 22.500 Goldmünzen? Okay. Weil es verkauft ist, Urikalkum für 200. Das brauchte ich noch. Damit kann ich sie schmieden, die Königsklinge. Erst schmiede ich sie, danach verkaufe ich sie. Sie wird mein Glanzstück. Okay. Sag jetzt nicht, ich habe aber mein ganzes Urikalkum verkauft. Wir haben noch eine Schlangenseele. Ach Gott sei Dank. Urikalkum habe ich noch 8 Stück. Die kann man beim alten Schlachtfeld immer wieder farmen. Von dem Schimmerfleck da. Was ganz gut ist. Schleimohrringe. Er will die Königsklinge verkaufen, aber wann? Schwarzer Vulkansand in der Schmiede, heiße Glut schenkt uns den Stahl. Doch der Sand wird knapp, bla bla bla. Was ist mit ihm hier? Hat der Schmied kein Erz, sitzt auf dem Trockenen wie ein Fisch an Land. Denkt immer daran, sucht die Erzader im Stein und schwingt den Hammer. Verkauft das Ding. Verkauft die Königsklinge. Ich will sie haben. Auch nur Quatsch. Nur Quatsch im Angebot. Oder musste ich vielleicht die anderen Leute anquatschen? Die auch noch daneben stehen. Schmiede die Klinge, falte 1000 Lagen Stahl zum Monstermetzeln. Der Hammer hebt sich, während der rote Stern fällt. Wir schuften weiter. Heißer Stahl ruht nie. Auch wenn der Welt Gefahr droht, wir müssen uns Dingsbumsen tun. Oh! Fuck. Schmiedeprozess zerstört. Schmiede jetzt dein Schwert fertig, Mann. Ich will's haben. Ich kauf's dann auch. 2 kostbare Gegenstände. Ist eins davon zufällig das Schwert? Gott. Was für ein Geräusch ich mache. Wie so eine Bierdose. Wo... Ah, da ist ja mein Schatzsucherkollege wieder. Und wie ist es gelaufen? Habt ihr den verborgenen Schatz von Onsen gefunden? Waldes überreicht den Schatz von Onsen. Ihr habt ihn gefunden. Endlich hat die epische Suche meines Urgroßvaters, die vor so vielen Jahren begann, ein erfolgreiches Ende gefunden. Mir verschlägt es vor Dankbarkeit fast die Sprache. Wie ihr wisst, gehöre ich einer langen Reihe berühmter Schatzsucher an. Ich erinnere mich noch, wie mir mein Urgroßvater vom Sterbebett aus in die Augen sah und mir sagte, ich solle seine lebenslange Suche nach dem Blutstein fortsetzen. Nun ist es endlich vollbracht und ohne euch wäre mir dieser Erfolg sehr wahrscheinlich verwehrt geblieben. Ach, mir fehlen immer noch die Worte. Woran es mir aber nicht mangelt, sind massenhaft wertvolle Schätze. Den Blutstein werde ich behalten, aber der Rest gehört euch. 3 grandiose Achate der Evolution. Bisher haben wir nur Achate der Evolution benutzt. Das heißt, die grandiosen sind dann für die besten Sachen. Für die allerbesten Sachen. Die ja dann auch noch irgendwie kommen. So, als nächstes werden wir uns mal... wo haben wir es? Fernand. Wir müssen mit Frostalinda reden. Wir haben noch eine Schlangenseele und ich will gucken, ob wir die Lumen-Essenz von ihr bekommen. Wobei, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber woher kriegt man die denn? Woher soll ich das wissen?
Woher? Und nein, das soll keiner von euch schreiben. Ich muss das schon irgendwie selbst herausfinden. Lumen Essence. Hup. Ja, der Sprung, der musste jetzt sein. Frostalinda. Schimmerseide, schwarze Träne, Vermilant. Okay. Okay. Das bringt also gerade nicht viel. Ja, puh, das ist ein wenig doof jetzt. Das ist ein wenig sehr doof. Wir müssen mal wieder ein bisschen Geld einlagern. Wollt ihr Geld einlagern? Aber sicher doch. Zehntausend behalte ich. 316.000 ist aber nicht besonders viel. So, wir übernachten. Wir haben die Ische, mit der wir ein Ulala machen wollten, völlig vergessen. Ich glaube, die ist mittlerweile erfroren. Die stand da ja nicht mal. Nee. Schade. Ich will zurück nach Onsen kehren. Ich will gucken, ob der jetzt die Königsklinge anbietet. Das fände ich ganz cool, ehrlich gesagt. Da muss ich wahrscheinlich aber wieder Geld abheben, aber keine Ahnung, wie stark die ist. Es ist vollendet, mein Lebenswerk ist verbracht, ein wahres Ganzstück. Er steht zum Verkauf, der Stolz meiner Schmiedekunst. Mal dieses am Preis. Wo denn? Wo denn? Hier in dem Laden oder was? Königsklinge, 35.000. Eine extrem effektive, das böse Band der Klinge, die im Kampf benutzt werden kann, um beißende Winde über den Feind hinwegfegen zu lassen. Oh! Not bad. Die wollen wir auf jeden Fall haben. Finden wir vielleicht in dem Schrein hier oben einen Hinweis auf die Lumineszenz? Weißt du etwas, werter Freund? Man weiß auf jeden Fall, also man kann vermuten, dass man die nicht einfach so kriegt. Die wird man jetzt nicht an jeder Tanke kaufen können. Schade, auch nicht in diesem Krug. Da waren wir schon mal. Und auf der Seite. Hier ist nichts. Erzähl mir was über die Lumineszenz. Ich bringe Gaben. Nein. Sie klettert den Berg hoch, sucht sie dort oben. Doch gebt hier Acht. Monster gefährlich. Miko verlässt uns, treibt sich vor dem Dorf herum. Nie bleibt sie bei uns. Ihr Bein ist verletzt. Wonach sucht sie bloß? Nach der Lumineszenz. Das weiß doch jeder.
Ihr könnt nicht hinein, die Frau beweint ihren Sohn, ein trauriger Ort. Von der hätte ich vielleicht noch erwartet, dass sie das weiß. Aber sie weiß es auch nicht. Kostbarer Blutstein thront über dem Berg von Hergutes. War es auch nicht. Okay, ich würde sagen, wir holen uns jetzt als nächstes mal die Königsklinge. Das scheint ja eine einzigartige Waffe zu sein. So, abheben. 30.000. Und gleich wieder abheben. Abheben, ausgeben. Fühlt sich so gut an. Benutzt das Ding doch mal im Kampf. Vielen Dank. Wer soll den Einkauf tragen? Ach, Wald ist ruhig. Ah. Die Königsklinge sieht fast so aus wie das grandiose Schwert da. Das grandiose Schwert des Lichts. So. Nur Waldes kann sie tragen. Lässt ein Wirbelsturm durch eine Feindesgruppe fahren, wenn es im Kampf als Gegenstand benutzt wird. Schade, nur Waldes kann es tragen. Aber nicht schlimm. Ist eine Waffe, die wir brauchen, wenn wir jemals unsere Gegenstandsliste vollbekommen wollen. Waffen, Schwerter. Grandioses Schwert des Lichts, Schwert des Lichts. Kommt dann noch ein Schwert des Lichts? Königsklinge, oh, die ist weit hinten. Gibt es so viele S-Schwerter? Ja, es sind nicht alles S-Schwerter, aber trotzdem. Krass. Okay. Ja, ich würde sagen, wir beenden das jetzt an der Stelle erstmal. Und beim nächsten Mal gehen wir vielleicht mal nach Kriegerwelt, würde ich sagen. Endlich mal. Und schauen uns an, was da so abgeht. Denn da soll uns ja jetzt auch die Hauptquest hinführen. Und da bin ich sehr gespannt, was wir dort zu sehen bekommen werden. Es wird wahrscheinlich einiges sein. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr immer noch einschaltet. Wer weiß, wie lange dieses Projekt noch wird. Bestimmt noch weitere 30 Folgen oder sowas. Ich sehe es schon kommen. Naja, wir sehen uns dann. Denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.